Hallo, grüßt euch. Ich habe mal wieder vor, ein YouTube-Video zu machen. Und zwar machen wir dieses Mal ein sogenanntes Unboxing-Video. Und zwar heute Morgen habe ich mich mit einem Kunden über Auspuffanlagen unterhalten, die aussehen so wie zum Beispiel eine Standardersatzanlage. Ja, weil das auch so ein Thema ist, was mich immer sehr, sehr interessiert. Und da ich da einfach so meine Geheimtipps habe. Mal angenommen, ich fahre jetzt bald wieder meine Malaguti F12 Straßenroller, dann gibt es einfach nur drei Anlagen, die ich verwenden würde. Ja, das ist einmal Polini, dann haben wir nochmal die Top Performance Power Ad und wir haben die Malossi Wild Anlage. So, ich habe jetzt zufälligerweise hier aus dem Lager mal so eine Malossi Wild Anlage geholt und habe gedacht, okay, ich zeige euch die mal, weil auf dem Foto sieht das immer alles so schön aus. Aber ich möchte die einfach mal auspacken und möchte einfach euch mal zeigen, wie qualitativ hochwertig ist diese Anlage wirklich. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, das hier ist ein absoluter Geheimtipp. Das ist eine Anlage, die hat eine gute Performance und ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Alleine schon, wenn man gleich mal die Blende sieht von der Auspuffanlage, dann fällt mir einfach nichts weiter ein. Dann sieht man ganz schnell, warum diese Anlage einfach mal so 20, 30 € mehr kostet wie andere Anlagen. So, ich mach mal auf. Ich hole mal alles raus, was wir hier so drin haben. Natürlich Malossi Luftpolsterfolie. Ja? Dann haben wir hier die Schrauben. Ich tue erstmal alles raus, damit wir das mal hier haben. Ja? So. Gut. Also, hier haben wir den Auspuff. So. Wenn wir hier den Auspuff sehen, man sieht schon, wenn man den in der Hand hat, man sieht einfach schon, wie sauber ordentlich ist der Auspuff verarbeitet. Ja? Ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig gut rüberkommt hier, aber ja, der ist wirklich, wirklich, wenn man den in der Hand hat, den kann man einfach nicht vergleichen mit anderen Auspuffanlagen. Super sauber verarbeitet. Hier ist das E-Prüfzeichen drauf eingestanzt. Ja? Dann haben wir hier oben ist die Drossel im Kummer. Ja, das heißt, die Kummerdrossel ist auch hier drin. Und hier hinten haben wir jetzt keine Verengung. Das heißt, hier hinten haben wir dann keine Drossel drin. Ja, ist ein sehr, sehr, wirklich sehr, sehr hochwertiger verarbeiteter Auspuff und ich kann den wirklich nur empfehlen. Ja, wenn wir uns jetzt mal die Auspuffblende anschauen. Ich versuche die jetzt mal gleich vor die Kamera zu halten. Ja, so. Die Auspuffblende kommt übrigens so am Auspuff dran. Ich tue die jetzt mal hier so provisorisch dran. Ja. Und wenn man sich einfach anguckt, wie das Gesamtbild jetzt aussieht, das sieht einfach genial aus. Ne? Da ist sowas von hochwertig, diese Auspuffblende. Alleine deswegen schon. Also ich muss diesen Auspuff, ich bin ganz ehrlich, ich werde den PowerAd und ich werde den Malossi gegenseitig auf dem Prüfstand testen. Das heißt, ich werde ein Fahrzeug nehmen und werde beim gleichen Setup werde ich den Malossi anschrauben und ich werde den Top Performances anschrauben. Aber von Optik her muss ich sagen, sind beide wirklich ganz, ganz obere Liga. Ja? Ich versuche mal, ich komme mal rum, ich versuche mal die Auspuffblende mal so ein bisschen in die Kamera zu halten, damit ihr einfach mal so einen kleinen Eindruck habt, wie hochwertig diese Auspuffblende ist. Ne? Das ist sehr, wirklich sehr hochwertig gemacht. Ja, seht ihr das? Also, Hammer, der Hammer. Also muss man wirklich schon Angst haben, dass man die Auspuffblende abgeschraubt bekommt, ne? Wenn man das Fahrzeug in der Stadt stehen lässt. Also ist wirklich sehr hochwertig und kann sich wirklich sehen lassen. Ja, also haben wir hier einen Malossi-Auspuff inklusive E-Prüfzeichen. Natürlich, wenn man die Drossel entfernt, brauche ich euch nicht zu erzählen, ist natürlich die ABE erloschen. Ja, hier ist der Grundhalter für die Auspuffblende. Der wird erst zuerst hier dran geschraubt. Ja, ihr habt natürlich die Schrauben sind mit dabei im Tütchen. Und ihr habt natürlich hier auch noch die Auspuffhalterung, kommen wir gleich zu. So, das ist die Grundplatte. Und auf die Grundplatte wird dann hinterher die Blende geschraubt. Jetzt legen wir die einfach mal provisorisch drauf. Ja, im Lieferumfang habt ihr natürlich noch die kleinen Schräubchen für die Auspuffblende. Ihr habt noch die Auspuffdichtung und die Auspuffschrauben für die Halterung. Ihr habt einmal einen Malossi-Aufkleber, ist Standard. Bei jedem Malossi-Produkt sind auch Malossi-Aufkleber dabei. Und dann habt ihr noch die sagen wir mal, Gutachtenpapier. Ne? Eigentlich heißt das Homogalisation oder wie auch immer. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Seit 10 Jahren muss ich das Wort noch lernen. Geprüft worden ist das Fahrzeug auf einen Yamaha Aerox und NBK Nitro und hat ein E-Prüfzeichen. Ja? Ihr müsst diesen Wisch nicht mitführen. Er hat ja ein aufgestanztes E-Prüfzeichen. Ihr seid nicht verpflichtet, das mit euch zu führen. Liegt aber im Lieferumfang dabei. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch die
Auspuffhalterung. Und schon an der Auspuffhalterung sieht man eigentlich, wie hochwertig das Ganze hier verarbeitet ist. Ich komme noch einmal kurz rum zum Abschluss, zeige euch dann auch nochmal die Auspuffhalterung hier in die Kamera. Auch super sauber ordentlich gearbeitet, ja. Damit man das einfach mal so sieht und da so mal einen kleinen Eindruck von hat. Also super, super sauber. Ja, ja, ich bin ehrlich zu euch, wenn ich ein Fahrzeug fahren würde, würde bei mir nur, oh, das war es ein bisschen laut, bei mir würde definitiv nur ein Top Performance Power App rankommen oder ein Malossi Wild. Nichts anderes würde mir an meinen Roller kommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich packe den Auspuff jetzt wieder ein, bringe ihn wieder ins Lager, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke.